بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله وفضل الله ونعمته أتمامنا، يعني أهم ما يتعلق بهذه المسائل التي يحتاجها الإنسان في دينه ودنياه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Lasst uns haben wir schon einige Punkte geklärt und gedeutet. Alles, was zum Beispiel mit dem Thema vereinfachten Fiqh betrifft. نعم. الآن بإذن الله تعالى نراجع ما أخذنا. Nun versuchen wir jetzt wieder zu wiederholen, was wir vorher gemacht haben. نعم. قلت أن الفقه ينقسم إلى جزئين. ذكرنا أن الفقه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو العبادات الذي يقدم ولا بد، العبادات، والعبادات هي أركان الإسلام ومعها الجهاد. نعم. Wir haben erwähnt, dass der Fiqh in zwei Teile unterteilt, und zwar Ibadat und also Anbetungen und Ibadat und Muamalat und Umgang. عبادات أركان الإسلام ومعها الجهاد. Die Anbetung beinhaltet die Islamssäule und dazu gehört auch Jihad. ثم المعاملات يلحق بها أمور مثل ما ذكرنا في القضاء واللباس والأطعمة والأشربة وغير هذا. نعم. Und dann kommt der Teil, und da haben wir auch einige Punkte wie Verkauf und Kauf und قضاء und Heirat und Scheidung. نعم. دخلنا طبعا في أول كتاب في العبادات وكتاب الصلاة. أول كتاب قلنا يبدأ به الفقهاء بأي كتاب؟ كتاب الطهارة. نعم، يبدأ بكتاب الطهارة. وأرادوا بالطهارة أولا طهارة الباطن، الطهارة المعنوية، ثم طهارة الظاهر، الطهارة الحسية. Und da haben wir auch erklärt, dass man schon die Reinheit unterteilt sich in zwei Teile, innere Reinheit und äußere Reinheit. طهارة الباطن من الشرك الأكبر والأصغر. Und die innere Reinheit hat auch die Reinheit vom Schirk, Götzendiener. وطهارة الظاهر من الحدث الأصغر أو الأكبر والخبث، أي من النجاسات. Und die äußerliche Reinheit beinhaltet einfach die Reinheit von kleiner Schmutz oder kleiner Unreinheit und große Unreinheit. نعم غيره. ماذا أخذنا؟ أن الحدث ينقسم إلى حدث أكبر، والحدث الأكبر كيف يرفع؟ بالاغتسال. والأصغر بالوضوء. لا تغشش انت. نعم. Dann haben wir nochmal erwähnt, dass der kleine Unreinheit wird auch gehoben durch Wudu, und die große Unreinheit wird durch Waschen, also komplett Waschen für den Körper auch aufgehoben. ولا بد من إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء، عن البدن والبقعة والثوب. Und man muss auch diese Unreinheit beseitigen, und das beinhaltet drei Sachen, also die Beseitigung von der Unreinheit vom Körper, vom Körperkleid und المكان اللي يصلي فيه. Und dem Platz, wo schon man das Gebet verrichtet kann. نعم. أخذنا أن الطهارة تكون بماذا؟ بالماء، وهو الأصل. نعم. وإن لم نجد الأصل أو تعذر استعمال الأصل نرجع إلى التراب. Ursprünglich wird auch die Unreinheit mit Wasser beseitigt. Hat man das Wasser nicht gefunden, dann benutzt man auch den Staub. نعم. والماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. نعم. Das Wasser unterteilt sich auch in zwei Teilen, entweder rein, also sauber, oder unrein. ولا نحكم بالنجاسة إلا إذا تغير الماء. فالضابط عندنا التغير في الطعم أو في اللون أو في الريح، لكن بنجاسة تؤثر في الماء، إذا ما أثرت فالماء باقي على طهوريته. نعم.
Wir können nur dann bestimmen, ob das Wasser rein ist, nur durch drei Sachen, durch Farbe, also wenn die Farbe sich ändert, oder durch Geschmack, wenn der Geschmack sich ändert, oder لابد أن النجاسة تؤثر في الماء بأن يتغير لون الماء. كيف نعرف أنها غيرت؟ بأن يتغير لون الماء أو طعم الماء أو رائحة الماء. Und dritte Sache ist, dass durch Geruch des Wassers, wenn das Geruch sich ändert, dann wird das Wasser auch unrein. نعم. أخذنا أيضا أقسام النساء في الحيض. Dann haben wir auch das Thema Frauen behandelt und es gibt auch verschiedene Gruppen bei der Frauen, bei denen die Frauen ihre Tage bekommen. ثلاث أقسام. Das sind drei Sorten von Frauen. لها عادة معلومة. Manche Frauen kennen auch ihre Tage, die schon regelmäßig kommen. ليس لها عادة الثانية. ليس لها عادة لكن لها تمييز تفرق. Manche bekommen ihre Tage unregelmäßig, aber sie kann unterscheiden sich genau, wann die Tage ungefähr kommen. والثالث الثالثة هذه ليس لها عادة معلومة وليس لها تمييز صالح. Die dritte Art von Frauen, die schon ihre Tage überhaupt nicht vorher bestimmen können oder wissen können, wann die Tage kommen und auch sekundär nicht ganz genau unterscheiden, haben sie ihre Tage oder nicht. الدماء التي تصيب المرأة. نعم. Die Blutung, die die Frau bekommen. حيض. Das sind einfach die normalen Tage dieser Blutung. وهذا الحيض هو دم طبيعي. دم طبيعي يخرج من المرأة ويدل على أن المرأة طبيعية ويمكن بإذن الله أن تحمل. نعم. Diese Blutung, was aus der, die da aus der Frau kommen, das ist eine normale Blutung, die Allah subhanahu wa ta'ala auch den Frauen gegeben hat. Und dadurch erkennt man, dass die Frauen, sag ich mal, körperlich in der Lage sind, auch Kinder zu erzeugen. Al-Istihara huwa dam fasad. Nعم. Es gibt eine zweite Sorte von Blutung, nennt man Istihara, und es ist ein verdorbenes Blut. فالأصل في الدم الذي يصيب المرأة فهو حيض. In der Regel alles, was die Frau bekommt, also diese Blutung, ist es nennt man Heid. تترك فيه الصوم والصلاة. In dieser Zeit, wo sie ihre Tage bekommen, verlässt einfach das Gebet und das Fasten. ولا تطوف. Und darf nicht einfach Tawaf und Bekehrung machen. ولا تمس المصحف. Und dazu auch, dass sie auch den Mushaf oder den Koran nicht berühren darf. ولا أن تقرأ القرآن. Aber hier ist erlaubt, den Koran zu zitieren. ولا تطلق. Und in dieser Zeit darf nicht geschieden werden. ذكرنا ولا تجامع. Und dann auch mit ihr Geschlechtsverkehr gemacht werden soll. نعم. أما المستحاضة تصنع كل شيء. لا إشكال عندها. Die zweite Sorte von Frauen, die مستحاضة, die darf alle Sachen. لأن الاستحاضة مثل الدم النزيف. يعني مثلا جاء إنسان وتعدى على المرأة بالضرب مثلا ضرب على بطنها ونزل منها دم، هذا دم استحاضة نزيف، جاءها نزيف دم، هذا هو مثل الاستحاضة مثل نزيف الدم. نعم. استحاضة eine Blutung, die durch andere Faktoren verursacht werden, zum Beispiel wenn jemand kommt und schlägt zum Beispiel die Frauen auf ihrem Bauch und dann in dem Moment verletzt sich die Frau und auch kommt von ihr Blut raus. Also diese Blut nennt man kein Heid, sondern ist Hada. الثالث دم نفاس عند الولادة عند الولادة إما أن يسبق الولادة بشيء يسمى عندنا بالطلق طلق يعني مثل يعني ضربات الكهرباء يعني تأتيها مثلا في الظهر أو كذا فإذا كان معه طلق فهذا هو النفاس. نعم، قد يسبق الولادة بساعات بيوم ويستمر معها بعد الولادة إلى 40 يوم، هذا أكثر حد للنفاس. نعم. Die dritte Sorte von Frauen, das sind die Frauen, die ihr während des Geburtes Blut bekommen und diese Blutung oder diese Blutung kann sein kurz vor der Geburt oder nach der Geburt und dauert in der Regel 40 Tage, das Maximum in der Scharia so veranlagt ist, oder bestimmt ist, dass die höchste Zahl von Nefas 40 Tage. ومن نعم الله سبحانه وتعالى على الرجال أنهم لا يحيضون.
لا حيض ولا نفاس ولله الحمد. Es ist eingeladen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Männer keine Tage bekommen, also keine Blutung bekommen. فأعلم النساء فأعلم الناس بالحيض النساء، النساء لهم خبرة في هذا الباب أكثر من الرجال. Nur die Frauen selbst können einfach diese Blutung bestimmen. Die können von der Natur aus Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah, dass sie auch genau wissen, wann die ihre Blutung bekommen. نعم. أخذنا في كتاب الطهارة الآنية وقلنا الآنية الأصل فيها الطهارة والحل. نعم. Weiterhin das Thema Reinheit, auch beinhaltet auch Gefäße, die verschiedene Sorten von Gefäßen. يستعمل آنية الفخار، الزجاج، البلاستيك. نعم. Alles was alle Gefäße in der Regel sind auf Wein, alles was zum Beispiel aus Plastik, aus Glas, aus Metall, aus Ton sind alle Wein. نعم. فالأصل فيها الطهارة والحل. نعم. لكن عندنا الآنية التي تأتينا من الكفار، الألبسة التي تأتينا من الكفار، نعلم طهارتها فهي طاهرة، نعلم نجاستها فهي نجسة، لابد أن تغسل. نشك نبني على الأصل وهو الطهارة. نعم. Bekämen wir Gefäße von Ungläubigen, dann muss man auch uns vergewissern, ob diese Gefäße rein sind. In der Regel sind diese Gefäße rein und auch nutzbar. Hat man auch Zweifel, ob diese Gefäße unsauber sind, dann gilt auch die Regel, dass die Gefäße vom Ursprung rein sind. Dann haben wir auch über, wie man sich verhält, wenn man schon beim Geschäft, also wie man schon sein Geschäft erledigt, also beim Stuhlgang oder wie man auf die Toilette geht. Und dann haben wir auch diese natürliche Veranlagung, die Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. يستعمل عود الأراك في السواق. Diese bestimmte Sorte von Pflanzen, diese Arak-Pflanze. نعم أو أي عود من الأعواد التي لا تضر. Oder irgendwelche Pflanze, die schon mal auch keine Schaden errichten haben nach dem Zahnfleisch und beim Zahn. وإن لم يجد. نعم. Wenn jemand nichts davon findet. يأخذ خرقة. Dann nimmt man ein Tuch. ويقوم مقام هذا العود فرشاة الأسنان. Die Zahnbürste ersetzt auch diese Sorg. نعم. يأخذ خرقة ويستاك بها. نعم. Man kann auch ein Stück Tuch mitnehmen, also nehmen und zu sich nehmen und einfach mit der gerade den Finger über den Finger und versucht einfach das Zahn zu polieren. وإن لم يجد فبإصبعه. نعم. Wenn man gar nichts findet, dann mit seinem Finger. يستحب السواك في مواضع. Also Swag benutzen ist es bevorzugt in bestimmten Situationen. عند الصلاة. Beim Gebet. عند الوضوء. Beim Wudu machen. عند قراءة القرآن. Beim Koran lesen. عند الانتباه من النوم. Wenn man gerade aufsteht. عند قيام الليل. Wenn man schon nachts betrachtet. الدخول إلى المنزل. Wenn man zu Hause nach Hause geht. في كل وقت. In jeder Zeit. وبخاصة عند التغير، تغير رائحة الفم. Speziell, wenn man schon auch Mundgeruch bekommt. وهو صائم في كل أوقات الصيام. Selbst auch wenn man fastet, kommt man Geruch, Mundgeruch, dann kann man auch und darf man auch Zwerg benutzen. وعند الموت. Und beim Sterben. يعني المحتضر. المحتضر إذا يعني وقت أنه يحتضر أو قبل أن يحتضر إذا ظهر عليه علامات الموت يسأل له أن يستعمل السواك كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. Es ist schon nach, dass jemand, der schon am Sterbebett liegt, sagt, so hat er benutzt, so hat er von Masa Rasalam auch das getan. نعم, وذكرنا حلق العانة ونتف الإبط. حلق العانة هو الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل للذكر والمرأة. نعم. Dann haben wir auch erwähnt, ein Punkt, den schon die Reinhard gehört, einfach Schambereich rasiert und auch unter der Echsenhöhle auch entweder rasiert oder einfach die Haare mit Finger oder mit Händen ziehen, rausziehen. وتقليم الأظافر. Genauso auch die Nägel kürzen. وقص الشارب. Und auch die Schnur auch kürzen. وعفاء اللحى. Und dass man auch sein Bart wachsen lässt. وقلنا لا يمكن يترك الحلق للأشياء التي ذكرناها أكثر من 40 يوم. حلق
ابط حلق العانة ونتف الابط وتقليم الأظافر، هذا لا تترك أكثر من 40. نعم. This is not allowed dass man auch sein Schambereich oder sein Axelbereich nicht mehr als 40 Tage rasiert. 40 يوما. Also maximum 40 Tage. Dann muss man auch seine Schambereich und Axelbereich auch rasieren. نعم. أيضا ذكرنا في بعد باب الطهارة كتاب الطهارة كتاب الصلاة. نعم. Dann haben wir noch nachdem wir schon mit rein mit dem Kapitel Reinheit auch fertig sind, haben wir auch das dem Kapitel auch das Gebet verrichten auch behandelt. وذكرنا أن الصلاة على قسمين فريضة ونافلة. نعم. Haben wir auch in diesem Hinsicht auch das Kapitel behandelt und wir haben auch gesagt, das Kapitel beinhaltet auch zwei Sachen, das Kapitel, das wird entweder Pflicht oder Fakultativ oder Nafila. وذكرنا أن الذي يحافظ على النوافل هذا فيه أن الفرائض محمية بإذن الله، لأن هناك سلاح حدود حرس دفاع وهم محافظتك على النوافل، فالذي يحافظ على النوافل هذا معناه أن الفرائض في حماية بإذن الله، لكن الذي لا يحافظ على النوافل هذا معناه أن الفرائض في خطر. نعم. Man geht davon aus, dass wenn jemand, sag ich mal, die Nafila oder diese Sunna regelmäßig betet, man geht davon aus, dass er auch sein Pflichtgebet auch bewahrt und auch regelmäßig verrichtet. أنت لديك مال، رأس مال. نعم. Wenn jemand Kapital hat. ماذا تصنع به حتى لا يضيع وكذا؟ تحافظ عليه، مفهوم؟ فعندك الآن الفرائض هي الأصل، فتأتي بالنوافل حتى تكون الفرائض بإذن الله يعني لا تترك، لكن هناك ممن يلبس عليهم الشيطان يحافظ على النوافل ويترك الفرائض. نعم. Es ist genauso, wenn man schon Vermögen hat und man versucht in diesem Punkt oder in diesem Moment sein Vermögen auch zu schützen. Genauso sind auch die Gebeten. Wenn jemand sein immer regelmäßig sein Nafila bewahrt und auch immer verrichtet, dann dieser Mensch geht man auch davon aus, dass er auch sein Pflichtgebet auch bewahrt. Es gibt aber Menschen, so manche Menschen, da kommt, versucht der Teufel einfach bei der Sache zu flüstern und in den Zweifel zu machen, dann regelmäßig, also bewahren sie diese Nafila, also verrichten diese Nafila und vernachlässigen leider Pflichtgebete. Nein. كذلك قد يقوم الليل قيام الليل ويتعب في قيام الليل ويؤدي هذا القيام إلى أن يترك صلاة الفجر. Manche Menschen auch bemühen sich einfach Nachtgebet zu verrichten. Kurz vor dem Fajr leider schlafen sie und verpassen auch das Fajr. ذكرنا ما يتعلق بالأذان والإقامة. Genauso hat auch mit dem Thema Adhan und Iqama. وما يتعلق بالإمامة من يؤم الناس. Dann haben wir auch über das Thema Imama, also der Gebetsführer, wer oder welche Menschen übernehmen diese Rolle. وأين يقف الإمام. Wo genau der Imam steht. تراس الصفوف. Wie man auch die Reihe auch bildet. أحكام المساجد. Und wir haben auch alles, was mit dieser Angelegenheit, was mit Moschee zu tun haben. ذكرنا ما يتعلق بالجمعة والجماعة. Haben wir auch, wie man sich am Freitag verhält und نعم. ذكرنا كذلك مواقيت الصلاة. Dann haben wir auch über Gebetszeiten auch gesprochen. أوقات النهي. Und die haben wir auch über die verbotene Zeit, in dem man auch die Zeit verrichten, das Gebet verrichten soll. وقلنا يا خمسة. Und wir haben auch erwähnt, dass diese verboten sind fünf. نعم وذكرنا أشياء مما يكون في صلاة النافلة. نعم. Dann haben wir auch schon viele Sachen erwähnt, was mit النافلة zu tun haben. نعم. وبعد هذا ذكرنا الزكاة. أخوانا هذا الرجل يجيبني. نعم الشيخ. يا رجل بعد الصلاة ايش عندك في أركان الإسلام؟ الزكاة. ذكرنا ما بعد الصلاة الزكاة. ما
ما شفت احنا علمناه قلنا اركان الاسلام يمشي عليها رجل. نعم. بعد الصلاة الزكاة، والزكاة ذكرنا فريضة ونافلة. نعم. Kapitel Zaka behandelt und haben gesagt, ist aufgenommen. Das ist eine Pflicht, diese Geldabgabe und auch Nafila, also fakultativ. Und dann haben wir auch erwähnt, wie viel man auch Zaka im Jahr ausgeben soll. Und welche Vermögen und, sind auch fällig, aus denen auch Zaka ausgegeben werden muss. Und welche Menschen Recht darauf haben, Zakat zu bekommen. ومن تحرم عليهم الزكاة. Und welche Menschen auch denen auch verboten, Zakat zu bekommen. آل البيت. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. آل البيت sind der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع. Alles was gehört zu Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم Familie bis der große Urgroßvater. هذا الدين الإسلامي فيه الحفاظ على الأنساب. نعم، الناس ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على أنسابه، وهذا هذه ميزة عند أهل الإسلام. يعرف نعرف ليس الجد الرابع، نعرف إلى أنه عليه الصلاة والسلام حتى إلى آدم، وقبل هذا إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما على نبي أفضل الصلاة والسلام، يعرف نسبه عليه الصلاة والسلام. نعم، كما عرف نسب عيسى عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا أمر يعني عرف عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وسارت عليه الأمم، ومن هذه الأمم أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أنساب معروفة. نعم، ولله الحمد. Es ist gerade bei uns Muslime, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns bevorzugt, uns Muslime, indem wir auch unser, oder indem wir schon gekennzeichnet sind, dass wir unser Vorfahren, also unsere Stammfamilie, genau kennen können, bis die Urgroßvater unserer Familie. نعم، جاءت الشريعة للحفاظ أولاً على الدين. Die erste Aufgabe von Scharia war, die Religion und unsere Religion zu bewahren. والحفاظ على العرض. ما أحد يستطيع أن يتكلم فيك، يرميك بزنا أو لواط أو سرقة أو شيء من هذا، وإلا أقمنا عليه الحد، أقام عليه السلطان. نعم، هذا من الحفاظ على العرض. حتى القاضي ما يستطيع أن يقيم على من قذف بزنا مثلا حتى يأتي 4 شهود ويشهد على هذا بالزمان والمكان، ويشهد بصريح الفاحشة نسأل العافية والسلام. وهذا فيه حفاظ الدين. الدين الإسلامي جاء يحافظ على الأعراض، أعراض محترمة. نعم. Dass die Ehre der Familie schon im Islam bewahrt ist. Das heißt, niemand kann einfach so kommen und behaupten oder wirft jemand Unzucht vor. Wenn jemand das behauptet, dann muss man einfach 4 Zeugen mitbringen. Wenn das nicht schafft, dann werden einfach Hudud gemacht werden. Das sind Allahs Grenzen, die schon von uns Muslime eingehalten werden muss. Und dadurch wird auch die islamische Gesellschaft auch bewahrt. حفاظ على العقل. كيف يمنع من شرب او اكل اشياء تذهب عقله؟ نعم، الشريعه كان auch uns gesundheit also körperlich auch zu bewahren vor allem den verstand zu bewahren indem man auch kein alkohol trinkt. نعم، ايضا ذكرنا في كتاب الزكاه ان من تحرم عليهم الزكاه الفروع والأصول الذين يعني تجب عليك نفقتهم. نعم. Dann haben wir auch in diesem Kapitel auch erwähnt, welche Menschen auch den Lauf auf Zakat bekommen und das sind einfach Hauptzweige und Nebenzweige, also was Angehörigen betrifft. ولا لغني. Kein Reicher,
man darf auch Zakat bekommen. ولا لكافر. Oder ungläubig. ولا لقوي مكتسب. Oder jemand, in der Lage ist, besonders körperlich auch selbst Geld zu verdienen. نعم. كان زكاة بوم. نعم. بعد هذا. أخذنا الصيام. أخذنا الصيام فيما مضى. وذكرنا أن الصيام كذلك فريضة ونافلة ومن يجب عليهم الصيام والمفطرات مفسدات الصيام وغير هذا. نعم. Wir haben auch das Kapitel Fasten auch beleuchtet und näher gebracht, wer zum Beispiel fasten muss und wann sein Fasten nicht, also wenn man nicht fasten darf und so weiter. نعم. وكذلك تقدم معنا الحج. Dann haben wir danach Kapitel Pilgerfahrt auch bearbeitet. ثم انتقلنا بعد هذا إلى البيوع المعاملات. Danach kamen wir zum zweiten Teil vom Fiqh, und zwar die Umgang oder die Handlung. الأصل في البيع الحل. Der erste Kapitel war Kauf und Verkauf. وكل عقد فهو صحيح من العقود الموجودة. الأصل فيه الصحة والجواز. In der Regel gilt auch, alle Verträge, die schon gemacht werden sollen, sind gültig. إلا إذا كان فيه ربا. Es sei denn, dieser Vertrag beinhaltet Riba, dann dürft nicht, dann gilt nicht. أو ظلم وجهالة. Oder neben Wucher, also Riba, kommt auch Ungewissheit von beiden Parteien, also vom Käufer und Verkäufer. أو ظلم. Oder Ungerechtigkeit. فإذا سلمت العقود من هذا صحت. Wenn die Verträge auf diese Kaufabwicklung von dieser Sache frei sind, dann gilt einfach der Verkauf. وكذلك الشركة. الشركة. تعرف الشركات تشترك اثنان فأكثر. نعم. Oder wenn jemand, sag ich mal, eine Firma gründet oder ein Unternehmer. نعم. مثاله اشترك محمد مع بدر. في ماذا في الشركة؟ بدر قال أنا علي المال وقال هذا أنا علي العمل. نعم. Beispielsweise Familiengründung. Muhammad möchte auch mit Bruder Badr eine Firma gründen. Dann sagt Badr, ich habe das Geld, also ich habe Vermögen. Und der Bruder Muhammad sagt, ich bringe meine Arbeit mit. أو هذا يدفع 50% من رأس المال وهذا يدفع 50% من رأس المال ويعمل جميعا. نعم. كل أنواع الشركات جائزة. Alle Formen von Arbeit, alle Formen von Firmengründung ist erlaubt. إلا إذا دخلها الظلم والجهال. نعم. Es sei denn, wie gesagt, gibt es bei der Abwicklung, sag ich mal, Ungerechtigkeit oder Ungewissheit. يقول بدر لمحمد أنت لك ربح الليل وأنا لي ربح النهار. Zum Beispiel der Bruder Bad sagt zu Bruder Muhammad, du, dein Gewinn ist, es ist nachts und alles, was wir von tagsüber verdienen, ist, gehört mir. ويكون العمل أغلبه في النهار فهذا لا أربح شيء الظلم. نعم. Aber in diesem Fall zum Beispiel die meisten Gewinne oder Umsatz passieren tagsüber und nicht nachts. أو يقول لك شيء من الربح. طيب الشيء هذا مجهول غير معلوم فهذا ما ممكن يعطيه 1% ويمكن يعطيه 50%. نعم. Und er sagt zu ihm, du bekommst nur einen Teil des Gewinns und dieses Prozental ist nicht bekannt. Das ist ungewiss. ولهذا لابد في العقود أن توثق وهذا أحسن ما يكون في الشركات في النكاح أهم ما يكون. نعم. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Verträge, sag ich mal, begläubigt werden müssen. وأشهدوا إذا تبايعتم قول الله سبحانه وتعالى. وهذا إشكال يعني في أوروبا الآن. نعم. Das ist ein großes Problem in Europa. هذا يجد امرأة. Jemand findet eine Frau. وقال أتزوج هذه المرأة. طيب لابد توثق. قال ما أستطيع. نعم. Dann will dieser Mann auch diese Frau heiraten und dann sagen, okay, dann heirate diese Frau und sagt man, kann ich nicht. لديها المهم إشكال في التوثيق. Also es gibt immer Probleme bei der, sag ich mal, diese Heirat zu, sag ich mal, zu begläubigen, sag ich mal, offiziell zu machen. فماذا أصنع؟ يأتي لأي إنسان في الشارع يقول عقد لي. نعم. Dann geht
dieser Mann so irgendwelche Personen auf der Straße denn dann trifft und sag mal jetzt, du kannst auch, sag ich mal, uns helfen, einfach diese Heiratsvater zu machen. بلا توفيق. Ohne Begleitung. يتزوج المرأة يدخل بها. Einfach heiratet Frau und einfach führt mit ihr ein Leben. وتحمل. Und die Frau wird schwanger. يحصل بينهم أدنى إشكال. Passiert zwischen den beiden ein Problem. يفر ولا ندري أين هو. Da fliegt der Mann und verschwindet und wir finden ihn niemals. المرأة لا مطلقة لا متزوجة. Dann bleibt die Frau weder verheiratet noch geschieden. الولد لم يسجل ولا يعرف له شيء. Das Kind wird also nicht registriert oder ist nicht bekannt, von wem es gehört oder stammt. وبعد هذا قال لا توثق يا أخي وثق في أي مكان. أي مكان يعني وثق فيه، ما تستطيع توثق في ألمانيا يا أخي وثق في الهند. المهم توثق حتى حفظ الحقوق. مات، تأتي هذه المرأة تقول أعطونا إرث من زوجي، أثبت الزوجية، تقول ما أستطيع. صحيح؟ طيب الآن في الشرع لابد حتى تتزوج بآخر نثبت أن هذا ترك هذه الزوجة. كيف تركها؟ إما بوفاة أو بطلاق. طيب لا وفاة لا طلاق ثابت عندنا، لم يثبت عندنا النكاح أصلا حتى نثبت الطلاق، وإشكالات عظيمة طويلة عريضة. وبعد هذا قال يا أخي أنا أوثق شرعا. طيب الشرع أمر بهذا، فأنت حفظ الحقوق. نعم. طيب هل ترضى هذا لأمك، لأختك، لبنتك؟ يقول لا. سبحان الله، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. Aus den geführten Beispielen kann man auch eine Lehre ziehen. Es ist angebracht in der Scharia, dass man die Heirat offiziell zu registrieren. Wenn man das nicht macht, bringt man einfach zu sich selbst und auch der anderen auch großen Schaden. Und die Frage ist, wenn man dann auch die Frage stellt zu denjenigen, der das nicht registrieren will, würdest du einfach diese Sache, sag ich mal, für gut halten für deine Frau, für deine Tochter, für deine Schwester, für deine Mutter? Sicher sagt er nein. أو الذي يحدث الآن عندنا، يعني عند البعض هدانا الله إياه، يأتي هذا ويخطب مرأة من أبيها. نعم. Noch ein anderes Beispiel dafür: jemand geht und versucht einfach eine Frau zu verloben. فيرفض الأب لسبب ما. نعم، الله أعلم. المهم يرفض الأب. Manchmal lehnt der Vater das ab. فهذا إيش يصنع؟ Was macht er dann? يتصل على أحد العلماء ويقول خطبت امرأة. نعم. Dann ruft derjenige, der das schon mal erwähnt ist, auch einen Gelehrten an und sagt, ich habe eine Frau verlobt. والدها كافر كفر أكبر. نعم. Und dann erwähnt er schon mal, was nicht eigentlich stimmt, dann sagt ihr Vater, es ist absolut ungläubig. لماذا الآن أصبح كافر وقبل كان مسلم؟ لأنه لم يقبل طبعا أعطي ضابط عند بعض الناس. الضابط ما هو؟ الضابط أن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني غضب ورضاه ليس لله. لماذا؟ الآن أصبح كافر. لماذا؟ لأنه رفض النكاح. نعم. Wieso darf man und kann darf oder kann dieser Mann jetzt behaupten, dass der Vater seiner Verlobten ungläubig ist auf einmal und vorher war nicht? يبحث له عن أي قضية حتى يكفر. Sucht auch für ihn irgendwelche Grund, dass er bis letztendlich, dass er ungläubig wird, also kafir wird. كفروا الآن وحصل على فتوى. يبحث واتصل على بعض علماء حتى يبحث له عن فتوى ويكفر. نعم. Und dieser Mann macht auch diese Sache mit dem Ziel einfach letztendlich, dass der Vater der Frau ungläubig wird und bekommt irgendwann eine Fatwa von einem Gelehrten, dass auch diese Frau, dass der Vater kafir ist. فماذا يصنع الآن؟ يرجع إلى الجالية المسلمة، إلى رئيس الجالية المسلمة. نعم. Dann geht er und sucht erstmal zum Beispiel den Vorstand der islamischen Gemeinde im Ausland. جاء للشيخ قال تزوجني. نعم. Kommt er zu meinem Vorstand von einer Gemeinde und sagt mal, ja, ich habe eine Frau und ich will auch heiraten. Dann sagt der Vorstand der Gemeinde, das geht nicht,
Mustafa ist eine Frau, dann sagt der Mann, derjenige, der das will, ihr Vater ist ein Ungläubig. Dann sagt der Verstand, dann bringe ich mal her, dass wir das genau wissen, dass es ungläubig ist. Mal erst einmal. Was passiert nun? يتصل ويخرج فتوى جديدة في تبديع هذا الجال المسلم يقول هؤلاء مبتدعة على ضلال نعم وكل ضلالة في النار نعم dieser Mann gibt nicht auf dann sucht rum bis schon eine Fatwa wieder hat dass der Vorstand der Gemeinde wieder Bidda hat und auch kein Wissen hat فماذا يصنع الآن was macht der Mann wieder Also, er gibt nicht auf. يقابل هذا في الطريق اي انسان يقابله في الطريق يقابل هذا في الطريق نعم trifft irgendwelche Person auf der Straße في الطريق يقول له مسلم قال نعم unterwegs bist du ein Muslim يقول اريد الله يجزاك خير ان تكون انت ولي لهذه المرأة وتزوجني اياها وهذه 100 أورو عطر هدية مفهوم نعم Also wie gesagt, dieser Mann gibt nicht mehr auf, gibt jemand auf die Straße und unterwegs sagt ihm, Barakallah, du bist ein Muslim und ich würde gerne heiraten. Und, aber die Frau hat eigentlich keinen Vertreter, also Bevollmächtigter. Würdest du vielleicht Bevollmächtigter sein für diese Frau und dafür bekommst du 100 Euro? هذا يقول أنا لا أعرف المرأة ولا أعرف يا أخي يقول أعني أعانك الله يعني هذا فعل معروف نعم وثم فقط قل زوجتك فلان وامشي انصرف وانتهى الامر فقط كلمه قل زوجتك فلان نعم امر سهل لا يحتاج الى شيء زوجتك فلان وانا اقول قبلت والحمد لله مع السلامه انتهى كل شيء نعم والله حصلت من بعد الامس لا انت الحين تترجم لا تعلم نعم letztendlich reicht dieser Mann, dass der andere Sohn, der schon getroffen haben, ich kenne die Frau nicht, dann sagt man, das ist kein Problem. Barakallahu fik. Also du sagst einfach nur, hey, mit bevollmächtige ich einfach, hier macht das diese Frau zu heiraten. Mehr nicht, mehr nicht. نعم. طيب لعل هذا كافر. نعم. لأنه لا يعرف أصلا. وكيف انتقلت الولاية؟ ما تنتقل الولاية إلا بالشرع تنتقل الولاية. تنتقل الولاية من الأب. الأصل تنتقل إذا كان الأب ليس أهلا للولاية تنتقل إلى الجد وإذا الجد ليس أهلا كذلك تنتقل إلى الإبن ثم ابن الإبن وإذا كان ليس أهلا تنتقل إلى من؟ إلى العم وهكذا هذا ينقل الولاية على ما يحب ثم في آخر الأمر وضع في كذا وطلع منها سالم نعم هذا ليس بنكاح أخوان هذا إشكال لابد ينبه الناس لعب هذا والله والله ما يرضى هذا على أمي ولا على أختي ولا على ابنتي نعم Das ist ein großes Problem. Diese Vollmacht ist es eine große Sache, die man auch nicht jede Person auch geben kann. Und woher sollte man auch wissen, dass jemand, der schon auf der Straße ist, dass er wirklich gläubig ist, dass er Muslim ist? Man kann nicht vorher wissen. Diese نعم. Vollmacht ist eine großartige Sache. Das kann nur bekommen entweder ein Vater oder Großvater oder Onkel oder Urgroßvater, aber nicht jede Person, die sich mal auf die Straße man trifft. ذكرنا أيضا في البيوع أن الإنسان قد يستعجل أحيانا فجعل الله سبحانه وتعالى له وقت يفكر فيه في أن يتم هذه الصفقة أو يفسخ نعم in Kapitel Handeln Kauf und Verkauf haben wir auch erwähnt. Kann sein, dass man auch manchmal eilig ist und schnell entscheidet, dass etwas verkaufen. Aber in der Scharia, Alhamdulillah, ist immer noch die Wahl, dass man auch seinen Käufer und seinen Verkäufer auch wieder rückgängig machen kann. Weil dann kann man bei, ليس هناك خيار, لكن هناك شيء يسمى بالإقالة بأن أقبل عذر هذا في إرجاع الصفقة وهذا مستحب. نعم. Wenn die Kaufabwicklung schon عذر البائع والمشتري لا إشكال نعم wenn die Kaufabwicklung schon fertig ist dann ist es natürlich es ist schon fertig abgeschlossen es sei denn gibt es auch sag ich mal einen Punkt zwischen den beiden Parteien diese Entschuldigung dass man schon auch vielleicht von der anderen Person vielleicht eine bestimmte Entschuldigung annimmt dass er schon diese Ware vielleicht nicht kaufen kann in diesem Fall gibt es noch eine Lücke, das doch mal rückgängig zu machen.
نعم هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.